und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Ja, wir sind immer noch mitten in der Challenge gegen den lieben Aratak. Und ja, ich will nicht lange starten, wir fahren einfach fort. Komm, go! Wir sind einfach on the run quasi. On the run. Für den Vera. Ja, mein liebes Schild, du kannst dich mal bitte aufladen. Hi, Leute. Es ist sehr scheiße, dass ihr hier seid, Leute. Das fühlt mir gar nicht gut. Warum seid ihr alle hier? Was soll das? Dachten die einfach nicht, die sehen uns eh nicht. Wir laufen einfach durch. Komm, die Böschung hoch. Ich sehe doch den Vorsprung. Das funktioniert. Sehr geil. Wir haben uns schon gerade alle entdeckt, das ist das Problem. Wo muss ich hier hin? Erzähl. Was? Wir müssen die erledigen? Sag mir das doch vorher. Ist das ein Säbel? Ist das ein Sägezahn? Nein. Das ist ein Sägezahn. Okay. Sag mir doch gleich, dass ich den erledigen muss, dann hätte ich den überbrückt, den Sägezahn, Mann! Weißt du was? Ich hab eine Idee. Oh Gott, Wächter, du bist gerade echt störend hier! Was haust gerade meinen Plan, ohne Scheiß! Ah, Scheiße! Du sollst mir nicht folgen, du sollst... Die scheiß Wächter! Dieser Dreckswächter! Soll ich mich nur pissen? Ohne Scheiß! Ohne den Wächter wäre mein Plan aufgegangen! Ist das schon wieder so ein Dreckswächter? Nein, diese Dreckswächter, Mann! Ohne Scheiß. Diese Dreckswächter, der große pisst mich gar nicht an. Die kleinen Dreckswächter pissen mich gerade hier an. Weil wären diese kleinen Dreckswächter hier nicht, könnte ich den großen überbrücken. Sehr schön, dass ihr beide hier seid. Das ist sehr krass. Machen wir es halt so. Egal. Lass mir mal. Oh Gott! Da doch, richtig da! Lass mir mal! Warum wolltest du nicht aus dem Mein Plan wäre so gut aufgegangen, Mann! Moment, das finde ich sehr schön. Plan wäre so schön aufgegangen, ohne Scheiß. Hätte ich gewusst, dass wir die zwei erledigen müssen, wäre ich nicht an den ganzen Maschinen vorbeigelaufen, hätte ich die Sägezahn am Anfang schon überbrückt. Aber nein, warum auch? Das muss man ja vorher wissen. Die ganzen kacken Wächter, ohne Scheiß. Ah. Nein. Gott, wir haben echt nur 6 Minuten Zeit hier. So, das war's mit euch beiden, ohne Scheiß. Ich hab mir grad selbst Schaden helfen, aber egal. Oh Gott, krass. Wie kriege ich nochmal diese Eisbälle zu platzen? Oh, das hat fast weh. Ja, sehr schön. Jetzt können wir Schaden machen. Das war's, Aratak. Ja. Sehr geil. Hat doch funktioniert. So, wo muss ich weiter? Wenn ich noch länger brauche, besiegt mich Aratak. Nein, tut er nicht. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ist easy. Aratak kann nix. Wir können jetzt easy hier den Weg hochsuchen. Ich bin dabei, keine Sorge.
Kein Stress hier. Ich krieg das hin, keine Sorge. So, Aratak, was ist mit dir so los? Bin gespannt, was diese eine finale Beute sein soll. Ich muss weiter. Jetzt nimm die Seilrutsche und begib dich hin und ins Tal. Na, bin unterwegs. Dritte Herausforderung, alles klar. Ich hab schon keinen Bock. Was ist das für eine finale Oh, das ist assi. Das kann nicht. Der Sturm wird schlimmer. Ich sehe nichts. Ja, das ist wahrscheinlich die Herausforderung. Überlebe im Sturm. Friss das. Mann. Kurz davor. Dieses Seil habe ich ja fast übersehen. So, runter hier. Hast geschafft. Easy peasy. Okay, zum letzten Wettkampf. Nice. So, runter hier. Das ist Aratak, da müsst ihr auch irgendwo rumfahren. So, was ist denn die letzte Aufgabe? Etwas stimmt nicht. Sie sollten hier sein. Die letzte Beute hertreiben. Sie sind direkt hinter uns. Wir haben ein Problem, ohne Scheiß. Aber wir haben ja gelernt, zerspringen Pfeile bringen's. Kumpel, wir hauen die weg. Ohne Scheiß. Okay, hier kommt gerade ein anderer näher, das finde ich gerade nicht so sozial. Okay, wir kümmern uns erstmal um den einen, habe ich gehört. Hochkommen würde. Wie sind wir denn beim letzten Mal angegangen? Der verträgt noch ein paar Zersprengerpfeile, habe ich gehört. Oh shit! Ich muss ein Eisteil treffen! Ja Mann! Das ist sehr gut! Genauso funktioniert das Teil! Jetzt stirbt doch von der Scheiße! Was? Wir sind der Nächste! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Verdammte Scheiße! Alter, eskalier doch nicht so! Oh, Scheiß! Mann! Oh Gott, er eskaliert! Was, Kumpel? Aratak, ich helfe dir, Kumpel. Oh Gott. Wo ist Aratak? Wo ist der Tulli? Kumpel, hilf mir. Kann ich alles alleine machen hier. Baller dem die ganze Rüstung weg. Dann baller wir zusammen drauf. Ausweichen!
würden das Eis überbrechen, wird doch nichts. Auf die Schulter! Oh shit, ausweichen, 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 ausweichen. Ja Mann, genau so will ich das haben. Da kann man den Dulli. Das war es. Es stimmt also. Frostclown vom Donnerkamm. Der Angriff hat den Wettkampf gestört. Deswegen kann es kein Ergebnis geben. Er ist ungültig. Ihr habt sie doch gesehen. Sie besiegte die Maschinen. Nicht ich. Es steht fest. Sie ist die bessere Jägerin. Wir sind Banuk. Überleben, siegen. Was sonst zählt? Mein Blut in deinen Zähnen. Bei der Jagd lasse ich dir den Vortritt. Es dürfen keine Jäger mehr auf den Donnerkamm. Hinaufgehen dürfen nur der Häuptling und ich. Es steht mir nicht zu, doch ich habe einen Wunsch. Dich zu begleiten und meine Schwester. Wir erfüllen ihn dir. Aber nur dann, wenn du mir gehorchst. Nein. Nur wenn du mir gehorchst. Der Donnerkamm wartet. Am Fuß ist ein Lager, es heißt Langkerbe. Triff uns da, wenn du bereit bist. Häuptling. Ich glaub auf meinen Ein neues Outfit. Und eine Waffe wie Aratax. Der Häuptling bekommt die Häuptlingsausrüstung. Auf zur Langkerbe. Ja, jetzt bin ich nichts mehr vom Donnerkamm. Ja, gut. Ja, wir sind der neue Häuptling und wir haben Zeug bekommen. Das finde ich mega sympathisch. Schatzkisten. Außergewöhnliche Belohnungskiste, sehr selten. Oh ja, easy. Ah, Outfitgewebe, sehr geil. Außergewöhnliche Belohnungskiste, sehr selten. Nein. Komm, gib her. Banuk Eisedorn Waffenkiste. Banuk Eisdorn, nice. Und Eiswerfer Munition. Und Banuk Verak Häuptling Outfit Kiste. Nice. Ich kann es nicht, weil. Ach Gott, ich muss ein Outfit löschen. Ich will keine Outfits löschen, verdammte Scheiße. Outfits, welche machen wir weg? Ich will keine. Ohne Scheiße, ich will keine Outfits wegmachen. Katscher Feuerball auf jeden Fall. Banuk auch. Ach komm, außer Raum, dann weg. Nein, nicht anziehen. So. So, kann weg. Schatzkisten. Nein. So. Outfits. Gott. Wie sieht das denn aus? Ich muss mir das angucken. Ja gut, sieht ein bisschen bescheuert aus, aber ja gut. Okay, aber das eine, was wir uns noch angucken müssen auf jeden Fall, ist die Wumme. Wo ist der Eiswerfer? Ist das der Eiswerfer? Banuk Eisdorn. Ach da. Nice. Das ist jetzt kein Flammenwerfer, das ist jetzt ein Eiswerfer. Ja, haben wir noch was Neues? Nee, ne?
aufbessern, theoretisch. Nee, wir haben keine Punkte, ne? Doch, wir haben 3 Punkte. Okay, dann müssen wir natürlich auch aufholen. Das können wir und das können wir. So. Dann haben wir auch ein bisschen was bei der Reise verbessert und so weiter. Dann wieder 0 Punkte. Und wir werden auf jeden Fall hier alles noch voll kriegen. Ich bin ziemlich positiv gestimmt. So. Da wir jetzt aber... Wo sind wir jetzt gerade? Ich bin im Arsch der Welt, ne? Okay. Das nächste Mal, wenn wir im Lager hier sind, oder hier zum Beispiel, ich könnte mal rein theoretisch mal hin zum Händler. Denn wir haben jetzt ja ein bisschen... wie viel haben wir eigentlich genau von dem Rohstoff her? Goldene Schnelle... wo ist denn der Blauglanz drin? Pigment? Metallblume. Ist das Blauglanz? Ja, 15 Stück. Wir brauchen 14 Stück für das eine Teil, ne? Das bedeutet, wir könnten unser Outfit holen. Ohne Scheiß, ich mach das jetzt noch schnell. Ohne Scheiß. Das kriegen wir noch rein in die Folge. Ich will mein Outfit holen. So, wir teleportieren uns hier hoch zu diesem Teil hier. Und dann wollen wir uns nochmal das Outfit holen, denn das passt noch rein in die Folge. Diesen Ladescreen werden wir noch ertragen. Ich hoffe natürlich, ihr tragt ihn mit mir. Doch, aber geht ziemlich schnell, der Ladescreen. Finde ich gut. Okay, ja, Ladescreen. Das finde ich... Na gut, wir haben es verschrien. Egal. Mann, aber... Also, mir gefällt die Wumme vom lieben Häuptling mega, aber ich finde das Outfit ist ein bisschen... Yeah. Wir werden uns auf jeden Fall noch was Krasseres holen. Und vielleicht werden wir uns jetzt gleich was Krasseres holen. Ich will mich so feiern. Ohne Scheiß. Schnitzexpertenfertigkeiten freischalten, um deine Chance zu erhöhen, bei Maschinen mit und Tieren extrem seltene Objekte zu finden. Ja gut. Also wir sind overpowered, wir brauchen eigentlich keine seltenen Objekte mehr. Perfektioniere dein Können als Maschinenjäger in Jagdgebieten. Wir haben nie Jagdgebiete gemacht für den Verlauf, aber egal. Könnt man rein theoretisch noch nachholen, rein theoretisch. Da jemand Bock drauf hat. Aber in die Kommentare damit, wenn das der Fall ist. So. Lieber Ladescreen, bist du, ich kann das bitte überlassen. Kontrolltürme geben Impulse ab. Ja, das weiß ich. Impulse, die unsere Rüstung stören, was ich mega assi finde. Dämonen im Schnitt. Ich trage auch richtig krass Pelz jetzt, ne? So, wo ist denn die Händlerin? Oder der Händler, egal. Es ist zwar ziemlich schnuppert, ob das ein Händler oder eine Händlerin ist. Ich will mein Outfit. Hi. Outfits. Banuk, Eisieren, Feuerwaffe. Nein, 16! Mann! Sassi! Kannst du mir nicht einen schenken? Eisjägerin will gehen. Will ich aber nicht! Will ich Feuerwappen! Mann! Ne, das hier nicht, aber das hier. Und Scheiß! Ich will das... Mann! Okay. Jetzt bin ich gefrustet. Steinbrecher soll sich unter dem Schnee im Norden bewegen. Ich sag gerade, dass da oben nichts fest ist. Ich glaube, die Quest werden wir uns bei der nächsten Folge mal angucken, denn ich werde nicht ohne diese mega krasse Rüstung, die schwächer ist wie die Rüstung, die ich gerade vorher anhatte, aber egal, ohne die neue Rüstung gehe ich nicht zu dieser Hauptquest hoch, zu diesem Donnerkamm. Da gehen wir nicht hoch. Wir werden auf jeden Fall noch diese Nebenquest hier neben machen. Vielleicht gibt es ein bisschen Blauglanz und ja. Schreibt mir auf jeden Fall ein nettes kleines Kommentar, wenn ihr Tipps und so weiter habt, unter Anregungen oder Wünsche, Pipapo und so weiter, wie es läuft. Und auch eine nette kleine Bewertung wäre natürlich mega nice. Ren sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!